Ich bin in letzter Zeit extrem häufig gefragt worden, wo man denn den Bauplan für die Power, für den Power-Rüstungsständer herbekommt. Und das möchte ich euch im heutigen Video auch verraten. Geht eigentlich auch relativ schnell, deswegen wird es ein relativ kurzes Video. Und in diesem Sinne heiße ich euch recht herzlich willkommen, liebe Vault-Bewohner und Ödland-Besucher, zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und wie immer gilt die Regel, wenn euch das Video gefallen oder geholfen hat, dürft ihr gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Gerne auch abonnieren und die Glocke aktivieren, so bleibt ihr immer auf dem laufenden Stand. Anregungen, Fragen, Ideen, Feedback unten in die Kommentare, lese ich mir sehr gerne durch. Und wir legen auch schon direkt los mit dem Bauplan. Wir erinnern uns an den Graham Mining Firmensitz, ganz unten im Süden. Das ist auch die Stelle, an welcher wir die Bagger-Power-Rüstung bekommen haben. So, wenn wir nun die Bagger-Power-Rüstungs-Baupläne haben, da habe ich ja schon mal ein Video dazu gemacht, verlinke ich euch mal in die Videobeschreibung. Wenn wir jetzt diese Bagger-Power-Rüstung komplett haben, also das komplette Set gefarmt haben, es gebaut und erstellt haben, dann können wir diese Bagger-Power-Rüstung registrieren. Und zwar müssen wir halt eben wieder zu diesem Mining-Firmensitz unten hin. Und wenn wir dann da reingehen, dann steht da so ein Plakataufsteller. Den müssen wir anwählen, also anklicken. Und dann kommt eine Quest, dass wir halt eben diese Bagger-Power-Rüstung registrieren sollen. So, wenn wir diese Quest gestartet haben, dann müssen wir ganz einfach wieder runter in den Raum, dort wo wir auch die Baupläne für die Bagger-Power-Rüstung her haben. Und dann steht hinten in diesem kleinen Flur einfach nur ein Terminal, an den müssen wir rangehen und dann unsere fertige Bagger-Power-Rüstung registrieren. Und wenn, dann haben wir die Quest abgeschlossen und als Belohnung von dieser Quest bekommen wir dann den Rüstungsständer-Bauplan. So einfach ist das. Mehr war das nicht. Total easy. In diesem Sinne danke ich euch recht herzlich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zocken, guten Loot, macht nicht zu viel Blödsinn, Servusle und ciao.